Auf geht's nach Dille, großes Elektroauto-Treffen. Mein Auto sagt auch schon, loslassen, losfahren. Im Hintergrund sieht man schon, da wartet noch ein anderes Fahrzeug. Das ist meine Schwester mit ihrem Fiat 500e. Ja, wir fahren jetzt, wie gesagt, zu diesem E-Auto-Treffen. Und dann, so, jetzt haben wir es auch. Gucken wir mal, was uns da so erwartet, ne? Also, es werden definitiv Fahrzeuge erwartet, wie ein alter, umgebauter Buick, wie ein DeLorean, auf dem bin ich ja ganz heiß, ist ja eines meiner wirklich Lieblingsautos, auch als Verbrenner, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ganz schön angefixt von diesem Fahrzeug. Gibt auch irgendwo ein Selfie oder ein Foto von mir mit einem DeLorean und ich finde, es ist einfach ein saustarkes Auto. Mag es auch mit der ganzen Geschichte des DeLorean, also nicht nur Back to the Future Trilogie, sondern halt eben wie dieses ganze Unternehmen damals ja, entstanden ist, die Idee dahinter und letztendlich auch gescheitert ist. Ja, und oh, jetzt Sonne. So, machen wir hier mal eben. So, machen wir. So, dann sieht man hier auch wieder was. So. Ja, Sonne, es ist sonnig und ja gut, zum Thema DeLorean kann ich vielleicht später noch was sagen oder auch nicht. Ist schließlich kein E-Auto, außer in diesem besonderen Fall. Übrigens, in der Back to the Future Trilogie ist es auch ein E-Auto. Doc Brown hat ein E-Auto aus dem DeLorean gebaut. Also damit dann doch wieder eine kleine Gemeinsamkeit. In Rücksichtnahme auf das Auto, was da hinter mir fährt, der Fiat 500e, einige kennen mein Video vielleicht, fahren wir nicht die Autobahn, das heißt nur ein kurzes Stück Autobahn und dann fahren wir über die B6. Der Wagen schluckt einfach zu viel, sodass der mit der eingeschränkten Reichweite dann eben nicht zurückkommen würde, beziehungsweise in Dille laden müsste und über die B6 sollte es so funktionieren. Das sind jetzt ein Weg 60 Kilometer hin und zurück. Und diese 60 Kilometer sind dann so 120 Kilometer. Und das ist beim Fiat 500 dann je nach Fahrweise doch schon eng. Von daher müssen wir es ja nicht riskieren. Wir fahren ganz gemütlich. Fahrtdauer ist übrigens komplett identisch. Wir fahren jetzt ca. 60 Minuten. Ist egal, ob ich jetzt A27 und dann über das Bremer Kreuz über die A1 gefahren wäre. Oder eben, ob wir über die Bundesstraße B6 dorthin fahren. So, ich melde mich später gegebenenfalls nochmal und sonst sehen wir uns in Dille. So, wer meine Touren kennt, der weiß, hier geht es auf die A27. Wir fahren eine ähnliche Strecke, wie ich auch morgens zur Arbeit pendle. Und dann geht es schon in der Überseestadt rüber, runter wieder von der Autobahn. Also da, wo morgens es sich alles ein bisschen staut. Heute ist Samstag, da erwarte ich das eigentlich in der Form nicht so sehr. Gucken wir einfach mal. Und dann für 27 Kilometer weiter geradeaus. Danke. Von dort aus gehen wir mal gucken, dass wir dann über die B6 fahren. So, wie fange ich meine Videoclips immer mit so an, ist egal. Gewöhnt euch dran, ich glaube, ich gewöhne es mir nämlich nicht mehr ab. Autobahnabfahrt, Überseestadt. Ganz anders, als es morgens der Fall ist. Übrigens habe ich mal eben mit meiner Schwester hinten im Fiat 500 telefoniert. Die hinter mir fährt, sie rief mich an und fragte, warum ich denn so schleichen würde. Also ich habe ein bisschen Rücksicht auf den Fiat 500 genommen und bin im Limiter 120 Grad gefahren. Und ihr Tacho zeigt in dem Moment 110 an. Dazu muss man natürlich wissen, dass es eine wirklich ein amerikanischer Tacho ist, die eine ganz andere Eichvorschrift und Abweichung hat. Die rechte Spur verwenden und die Ausfahrt Richtung Universität und Universum nehmen. Ja, ja, jetzt versucht er mich wieder umzuleiten, weil wir jetzt gerade die Route geändert haben, weil er uns nicht über den B6 schicken wollte, aber das machen wir trotzdem. Egal. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, der Tacho des Fiat 500 ist eher so geeicht. Ich weiß nicht, ob die geeicht werden, also in Deutschland wäre es so. Die Ausfahrt nehmen. Ja, danke. Dass er tatsächlich das exakt gefahrene Tempo anzeigt und keine Abweichung hat, wie es bei einem Deutschen. In 700 Meter bei Urgenwenden die rechte Spur verwenden und die Ausfahrt Richtung Findorf-Weiler und Kieler Straße nehmen, dann weiter geradeaus. So, danke. Hier oben stehen sie nämlich.
Also es ist normal beim Flyover hier in Bremen. Scheinbar auch an einem Samstag, aber das gehen wir ein, das Risiko. Gut, auf jeden Fall sind deutsche Tachos oder Fahrzeuge für den deutschen, ich würde fast sogar sagen für den europäischen Markt, von der Tachoabweichung natürlich so programmiert, dass sie immer ein bisschen zu viel anzeigen. Das ist eine gewisse Toleranz, die da vorgegeben ist. Jetzt hier, sagte sie, während ich 120 fahre, hatte sie bei sich auf dem Tacho tatsächlich nur 110 stehen. Das wäre in der Tat eine große Diskrepanz zwischen tatsächlicher Geschwindigkeit und der Geschwindigkeit, die bei mir angezeigt wird. In 500 Meter weiter geradeaus. Ja, gut. Also, das nur eben ganz kurzer Zwischenstand. Siri wollte auch was sagen. Wir melden uns später, weil jetzt hier ein bisschen im Stau zu stehen ist total langweilig. Ja, das bisschen Stau da eben hat uns mal eben, ich guck gerade, 20 Minuten unserer ganzen Fahrzeit gekostet. Das ist immer sehr spontan hier in Bremen, dann stießt man sich mal eben. In einem Kilometer weiter auf Carl Zeiss. Die Rede den ganzen Tag. Da entschließt man sich mal spontan, mal eben den Hauptzubringer durch Bremen durchdicht zu machen, um dort an der Stelle dann einfach die ganze Straßendecke aufzureißen. Zum Glück an einem Wochenende. Für uns jetzt heute Pech, aber da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe jetzt eine kleine Ausweichroute genommen, hinten hinterm Flughafen lang und werden gleich der B6 dann zugeführt. Hatte jetzt auch keine Lust mehr, noch weiter durch die Stadt zu gondeln. Von daher hat man hier wirklich eine schöne Strecke mitten durchs Grün, wie ihr seht. Und wir kommen jetzt 12 Minuten später an als ursprünglich vorgesehen. So, wer die Gegend hier kennt, Siri plappert gleich wieder, aber wer die Gegend hier kennt, wir sind im Ochtenpark oder ganz in der Nähe, Ikea. Und hier steht einer meiner bevorzugten Triple Charger, wenn ich mal unterwegs bin. Ist übrigens das Zwillingsmodell zum Lader in Dille, wo wir jetzt auf dem Weg hin sind. Rechts abbiegen. So, mal auf diese Weise probieren. Es ist gerade ein wirklich sehr entspanntes Fahren auf der B6 hier. Wirklich ganz entspannt. Vorgabe Tempo 70 km/h. Verbrauch vom Ioniq liegt definitiv in der Verbrauch liegt derzeit, wollte ich sagen, bei 14,9 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Die Straße ist eigentlich recht gut. Man hört trotzdem natürlich die Rollgeräusche der Reifen. Das ist eines der kleinen Minuspunkte am Ioniq. Das ist eben die Geräuschdämmung. Da dringt dann doch gerade von dem Reifen, von den Rollgeräuschen ziemlich viel in den Innenraum rein. Dafür ist das Auto vom Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar günstig. Wie gesagt, ein unglaublich entspanntes Fahren. Also ich kann jetzt auch hier, er fängt gleich jemanden an zu piepen, fährt jetzt aber trotzdem gleich in die Kurve rein. Also das ist einfach ein tolles Fahren mit diesem Fahrzeug, muss man ganz ehrlich sagen. Das war's. Ich soll meine Hände wieder ins Lenkrad nehmen, soll selber fahren. Aber ich muss sagen, für das Geld, was man für so einen Ioniq bezahlt, also das ist ein Premium mit allem Pipapo, Lederausstattung, Sitzbelüftung, Sitzheizung auch hinten auf den Plätzen. Zudem natürlich das große Touch-Navi, LED-Scheinwerfer, Rückfahrkamera, eben das, was ihr eben gesehen habt, dieses Thema von Mercedes kenne ich es als Distronic Plus. Ich weiß gar nicht, wie es bei Hyundai genau heißt. CarPlay, Android Auto drin. Prinzip rundum glücklich Paket und das Ganze für einen Kaufpreis von 32.000 Euro. Klar ist hier der BAFA-Zuschuss in Höhe von 4.380 Euro mit inbegriffen, aber ganz im Ernst, da kann man sich nicht beschweren. Und das eigentliche Thema ist, wenn man sich ein Auto auf dem gleichen Niveau, und mit gleichem Niveau meine ich A, die Ausstattung und B, die Leistungsdaten, nicht tatsächlich irgendwie, okay, ich nehme jetzt einen Golf mit 120 PS, sondern guck mal rein und such dir einen Golf raus, der dann auch in unter 10 Sekunden auf 100 km/h ist. Und
wenn man da so ein bisschen guckt, dann, oder mit dem Drehmoment kann man auch vergleichen, dann gibt man mit der Ausstattung locker das gleiche Geld für einen Verbrenner aus. Und das ist das, was ich immer gesagt habe. Da muss man nochmal da muss man auch wirklich mal eben sagen, dass an der Stelle der Preisnachteil eines Elektroautos gegenüber eines Verbrenners gar nicht so sehr groß mehr ist. Er ist bei einem Golf durchaus vorhanden und er ist auch bei einem Hyundai vorhanden. Und wenn ich jetzt einen Hyundai als Hybrid nehme, dann zahle ich definitiv auch sicherlich 10.000 Euro weniger. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, der Hyundai hier auch gerade mit den 5 Jahren Garantie auf das Fahrzeug, 8 Jahre auf die Batterie, der braucht sich hinter einem deutschen Hersteller nicht zu verstecken. Definitiv nicht. Also das nur ein kleiner Erguss aufgrund des gerade sehr entspannten Fahrens hier. Also was hier am Wochenende los ist auf dem Land, wir sind hier wirklich mitten in der Einöde, das ist schon erstaunlich. Vor dem Fahrzeug vor uns fährt übrigens ein E-Smart der zweiten Generation. Sieht man jetzt in der Kurve vielleicht mit einem kleinen Anhänger dran. Wird fast wetten, er das gleiche Ziel wie ich und wie der Fiat 500e, der zwei Fahrzeuge hinter mir fährt. Bei dem weiß ich, dass er das gleiche Ziel hat. Ich habe übrigens den Reifendruck wieder reguliert auf 2,6 Bar. Einfach aus dem Grund, dass mir die Abrollgeräusche, das harte Fahren und die ausbleibenden Vorteile, die ich in dem anderen Video ja erklärt hatte, einfach zu gering waren. Und die Nachteile eigentlich überwiegen und fahre jetzt derzeit mit einem Verbrauch von 14,7, was für mich völlig okay ist. Es gibt andere, die haben Anspruch, eine Ioniq nach einer Autobahnfahrt vielleicht auf den Bereich von 12,5 zu bringen. Wir haben jetzt gerade 18 Grad draußen und es ist sonnig, wie ihr seht. Und da bin ich mit dem 14,7 total zufrieden. Also es ist ein Mix aus Stadt, Autobahn und jetzt der letzte Teil nur noch Landstraße. Da bin ich absolut zufrieden mit dem, was ich jetzt hier verbrauche. Und übrigens, ihr wart jetzt gerade live dabei. Ich bin gerade den 17.000. Kilometer mit meinem Ioniq gefahren. Und das Fahrzeug habe ich jetzt noch nicht ein Jahr, also am 30.09. habe ich es ein Jahr. Habe als Jahresfahrziel 17.500 Kilometer angegeben. Das passt ganz gut, würde ich sagen. Wir gucken, jetzt habe ich noch 50 Kilometer am Tag, sind 250 in der Woche. Ja, das müsste ziemlich glatt ausgehen mit den 17.500. Und habe in der Zeit, aber auch, da muss ich ganz klar sagen, dank meines Arbeitgebers, bei dem ich ja kostenlos lade, in Summe vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Euro für Strom bezahlt. Das ist zudem nochmal einmal der Initiative der Maingau, einfach Stromladen, Ladekarte zu verdanken. Ich glaube, besseres Angebot bekommt man derzeitig nicht auf dem Markt, gerade wenn man mit einem Ioniq an einem Schnelllader steht, weil das geht dann doch recht zügig und die Maingau-Karte rechnet ja nach Minuten ab. Da zahlt man dann dementsprechend echt wenig Geld für. Also viel länger als 25 Minuten habe ich noch nie gestanden und da war ich auch wirklich schon so, dass mich mein Auto ermahnt hat, dass ich jetzt möglichst schnell tanke, weil sonst kann es für nichts mehr garantieren. Und 25 mal 5 Cent sind dann dementsprechend 1,25 Euro und dafür komme ich dann wieder mal 200 Kilometer weit. Das kann sich jeder rausrechnen, was er dann auf 100 Kilometer bezahlt. Das sind nämlich dann irgendwie 60, 70. Also Cent, das ist einfach okay. Ne? Also da bezahlt man dann mit 10 definitiv mehr. So, laut Navi sind es jetzt noch 900 Meter,
Ja, würde ich sagen, die fahren wir mal eben live und dann gucken wir mal, was da schon los ist heute Morgen. Wir haben es jetzt gerade 10.39 Uhr. Offiziell ging es um 10 Uhr los, meine ich. Ja. Ja, und dann schauen wir mal, ob da schon die ersten Elektroautofahrer eingetroffen sind. 400 Meter. Vielleicht quasi Siri wieder los, aber ich glaube, ich sehe es auch hier schon. Ja, das sieht doch gut aus hier. So. Oh, da ist schon jede Menge los. Jede Menge. Befindet sich das Ziel rechts? Dille 8. Ziel erreicht. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier raufkommen, dass hier ein paar Leute ein bisschen Platz machen. Und dann könnt ihr euch das mal ansehen. Hier ist echt schon viel los. Boah, rangieren wird jetzt hier nicht leichter. Die ersten brauchen schon Strom. Und dann suchen wir uns mal einen Parkplatz, ne? Oh, doch, einige Ionics auch hier. Kieler sehe ich hier. Hannover. Boah, gucken wir mal, wo wir jetzt einen Parkplatz finden, ne? Steht auch noch ein Ionic. Ja, das Auto ist inzwischen sehr verbreitet, das freut mich ja, ne? So, gucken wir erstmal, dass wir hier irgendwo einen Platz finden. Heide Witzka. Ich glaube, ich stelle mich hier einfach daneben. Also. So, ankommen. Ja, so, ich bin live in Dille. Mehr oder weniger. Also für euch nicht live, für mich ja live. Und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen zeigen, was hier alles für interessante Autos stehen. Also neben meinem Fahrzeug hier einmal schon der Smart mit Anhängerkupplung und hier E-Saxo, also zwei ganz seltene Fahrzeuge. Ja, und dann mache ich jetzt einfach mal einen kleinen Turn hier, dass ihr seht, was hier so rumsteht. Das ist nämlich echt interessant.
So, das war's mit Dille 4. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Hause. War ein interessantes Treffen, viele nette Menschen kennengelernt oder auch wieder getroffen. Viele Ionics, also in der Spitze haben wir glaube ich 8 Ionics gezählt oder 9, das war schon erstaunlich. Er löst so ein bisschen hier die Zoe ab, die sonst hier allgegenwärtig ist. Ja. Und ansonsten wiederholungsbedürftig. Also ich freue mich auf Dille 5 und nächstes Wochenende dann in Bremen. Hoffe, ich sehe euch. Von daher, bis dann, ciao. Ja, kleines Fazit mal eben vom Treffen in Dille, jetzt wo ich wieder auf der B6 unterwegs bin, auf dem Weg nach Hause. Hat Spaß gemacht. Also viel wichtiger als die 3 angebotenen Kurse, die ich gar nicht mitbekommen habe, beziehungsweise nur den ersten Kurs, und der war ein bisschen optimierungsbedürftig, aber dazu kann ich gleich noch was sagen. Waren die Gespräche eigentlich vor dem Restaurant? Mit vielen Menschen halt gesprochen, die ähnliche Interessen haben, aber eben auch mit den Menschen, die sich für die E-Mobilität interessieren. Und das war für mich viel wichtiger, diese Menschen einfach mal abzuholen und denen zu erzählen, was heute schon möglich ist. Also da gibt es so viele Vorurteile, das reicht von Ladetechnik über Kosten, und dabei war das Hauptthema, Mensch, das ist doch alles noch viel zu teuer mit den E-Autos, und die waren sehr überrascht, was man für einen Ioniq zum Beispiel bezahlt. Und also ja, ich glaube, solche Treffen sind halt wirklich auch mal eine Chance, ganz viele Mysterien aus der Welt zu räumen. Für mich ist es aber auch noch viel interessanter, andere Menschen davon zu überzeugen, dass es gar nicht schlimm ist, sein Auto tiefer zu legen. Und dass es durchaus dann auch Spaß macht. Also habe H&R heute mindestens ein Fahrwerk oder einmal einen Satz wieder und weiter verkauft, vielleicht noch einen zweiten. Ist aber auch, ja, macht doch Spaß. Und wenn man dann noch tollere Fahreigenschaften hat in so einem Auto, warum soll man das dann nicht auch präsentieren? Und ja, das gehört für mich dazu. Ansonsten muss ich sagen, ist das ganze Thema E-Mobilität im Moment noch ein kleiner verrückter Haufen. Daran merkt man schon, dass es noch nicht wirklich ein Massenphänomen ist. Das heißt, das waren jetzt, ich weiß nicht, ich habe gar nicht gezählt, lass es 40, 50 Fahrzeuge vielleicht gewesen sein, das war schon ordentlich. Aber wer zum Beispiel mal auf einem VW-Treffen war, also so wie früher Käfertreffen oder so, da hat man halt diese Fahrzeuge von einer Marke und das dann die doppelte bis dreifache Menge. Ne? Also ein Maikäfertreffen zum Beispiel, wer es kennt, das ist halt das, was anderes. Okay, ein Käfer ist Kult, jetzt mag man sagen Tuning-Treffen oder so weiter. Also da treffen sich dann halt viel, viel mehr, und auch Tuner sind natürlich auch ein eingeschworener Haufen. Das heißt, das ist auch kein Massenphänomen und doch noch mehr verbreitet als das Thema E-Mobilität jetzt. Ich würde mir einfach wünschen, dass noch viel, viel mehr Menschen einfach auch mal ausprobieren, ein Fahrzeug zu fahren. Es muss kein Ioniq sein, es kann auch einfach nur ein E-Golf sein, ein Smart EQ. Fahrt doch mal einen Tesla, Mensch, Tesla freut sich über jeden, der das mal probieren möchte, und ihr müsst das Fahrzeug nicht gleich kaufen. Ansonsten, was kann ich sagen noch, möchte mich A bedanken, also allein auch mal Gespräche mit Menschen zu führen, die in Ioniq komplett anders fahren und tatsächlich auch Reichweitenanzeigen haben von jenseits der 230 Kilometer, war mal interessant, weil die fahren ja doch komplett anderes Profil und auch anders von den Einstellungen her als ich. Aber das ist für mich wieder das Thema, möchte ich das? Für mich kommt es wirklich weniger auf die Effizienz an. Mir macht das Fahren einfach Spaß, und von daher ist das völlig okay. Das zeigt einfach nur, dass
weite Spektrum eines Ioniqs an, den man halt durchaus sparsam fahren kann, aber auch so fahren kann, dass das Auto Spaß macht. Da waren auch heute die Mitfahrer dann doch, glaube ich, positiv angetan. Auch der Wagen dann sehr neutral und gut abgestimmt in die Kurve zu schmeißen ist. Und ja, ist halt mein Stil so ein bisschen. Und deswegen freue ich mich auch über so ein Fahrzeug, was halt ein 300 Newtonmeter Drehmoment gleich von null im Ansatz dann zur Verfügung stellt. Das ist einfach einfach ein sehr, sehr spaßreiches Fahren im Sinne von Freude am Fahren. Und dazu brauche ich kein BMW, da reicht auch ein Koreaner. Gut, so, ansonsten soll es das von mir gewesen sein an der Stelle. Wie gesagt, Hinweis nochmal, und das ist, glaube ich, bestimmt das dritte Mal jetzt in kurzer Zeit in diesem Video, sei gegeben auf das Treffen in Bremen Nord. Ich hoffe, dort viele von euch zu sehen. Würde mich freuen. Und ansonsten demnächst gerne wieder hier im Kanal. Danke.